Willkommen zu einem Video zur Programmierung von BIG 18L bzw. LF 14K22 in C. Jetzt geht es um das Messen von Programmlaufzeit. Wir haben also hier ein Programm geschrieben, in dem wir nichts anderes tun, als in einer Weilschleife, die ständig durchlaufen wird, fragen wir ein Board ab und geben auf ein Board gegebenenfalls aus. So, was uns jetzt in der Echtzeitprogrammierung immer wieder interessiert ist, wie lange dauert eigentlich dieser Vorgang? Und dazu ist es am einfachsten, wenn wir hier einen Trick anwenden, und zwar wir schalten einfach ein Board am Anfang dieser interessanten Programmsequenz ein, also vor dem if schalten wir ein und hinter dem letzten Befehl schalten wir aus. Und damit wir jetzt also einen passenden Bin festlegen, geben wir also auf das Bin-Diagramm, schauen uns also das Gesamte hier noch einmal an und dann gehen wir einmal hier durch, was wir verwenden können, ohne möglichst irgendwelche anderen Funktionen, die wir später noch anschauen wollen, zu stören. Wenn wir hier durchgehen, haben wir hier um den Komparator, den lassen wir in Frieden, dann haben wir hier den Reset. Wir haben also über den RA4 und RA5 haben wir gerade über unser I.O. verfügt, dann haben wir hier drauf am RP4 die synchrone serielle Schnittstelle, das lassen wir in Frieden. Dann am RP5 die asynchrone, hier wieder die synchrone an RP6, wieder die asynchrone an RP7. Dann haben wir hier drauf eine Komparatoreinheit, die also von RC0 bis RC4 geht, beziehungsweise hier unten noch einmal eine Pulsweitenmodulationseinheit, die geht von RC2 bis RC5. Dann haben wir hier noch am RC7 eine synchrone Schnittstelle, einen Datenausgang, das brauchen wir auch, aber was wir nicht so brauchen werden, ist zum Beispiel so einen Slave Select, also den hier, den RC6 mit dem Analogeingang, den lassen wir mal in Ruhe. Also schauen wir mal, wo RC6 ist, das ist auf Pin 8, Pin 8 ist also hier, das ist also der RC6, an dem werden wir uns raufhängen und ja, schauen wir vielleicht gleich einmal die Hardware an. So. Wenn wir also hier jetzt von oben runter zählen, ist es hier so, dass wir hier den RA5, den RA4, den RA3 haben. Dann ist hier der RC5, der RC4, der RC3 und das wäre also der RC6, wo ich den Taskkopf raufgehängt habe. Und dort müsste eigentlich für uns diese Programmlaufzeit zu sehen sein. So. Gut, und jetzt schreiben wir das Programm. Und beim Programm ist also nichts Großartiges zu tun, als dass wir eben vielleicht ein neues Projekt noch aufmachen, damit wir es gleich drin haben. Das heißt also, geben wir also hier New Project, wieder Microchip Embedded und Standalone, Recently Used, haben wir schon unseren Prozessor, Header brauchen wir keinen, dann nehmen wir wieder unser BigKit 3, nehmen wieder den 1.45 als Compiler und taufen das Ganze jetzt BIG18F14K22 Laufzeit LED. So, da haben wir es schon. Legen wir noch unser Main an. Laufzeit lädt. So. Finish mal. Klickt man uns hier wieder rein. Auf das Mausrad drauf drücken und das Mausrad gleichzeitig bewegen. Dann bekommen wir hier also die Vergrößerung. So, und wir gehen also jetzt in diesen I.O.-Test wieder rein, so wie wir es letztens schon gemacht haben. Und holen uns alles, was bis jetzt funktioniert hat, also diese Configuration, bis ganz runter, kopieren wir uns und geben es hier unter den Kopf rein. So, damit haben wir also hier alles drin, inklusive den Include, den Void, also unser Programm, die Weilschleife, das untere löschen wir weg. So, und damit sind wir startbereit und das Einzige, was wir jetzt tun, ist also, wir kopieren einmal hier dieses Initialisieren von dem Board A
mal runter, schreiben drüber, Laufzeit LED an RC6, wollen wir das Ganze anschauen. Und jetzt taufen wir nur das bisschen um, das heißt also statt Tris A haben wir Tris C, statt A5 haben wir dann C6 und dann haben wir hier den RC6 als Ausgang. Und bei den Slew Rate Control gehen wir auch auf die das gesamte Port 6 C und ja, damit haben wir also die normale Geschwindigkeit. Und das Einzige, was zu tun ist, wir brauchen jetzt hier ein bisschen Platz, müssen wir jetzt schaffen. Und wir werden jetzt hier oben vor diesem if dieses Board einschalten, also lat c c6 schalten wir ein, also rc6 eingeschaltet und dann kopieren wir das Ganze und gehen also hier so. Gehen also hier vor die Klammer, die While-Klammer, pasten das Ganze nochmal rein und ja, dann schalten wir hier die LED aus oder den Sport aus. Wenn wir keine LED drauf haben, können wir das Board beobachten mit einem Tastkopf. Und damit haben wir es also, wir haben also das eingefügt. Wir schalten am Anfang dieser While-Schleife ein, messen die Zeit an, die das ganze if hier braucht mit dem else und können hier am Oszilloskop gleich was anschauen. So, gut, programmieren wir das Ganze. Gleich wird es fertig sein. So, jetzt ist es fertig und jetzt gehen wir auf unser Oszilloskop und sehen am Oszilloskop eine Schwingung. Und wir sehen hier unten jetzt, dass wir hier also eine Frequenz von ca. 2 MHz haben, in dem Bereich hier, und eine Pulsbreite von 313 Nanosekunden. Das heißt also, wenn wir uns das anschauen, haben wir hier also von hier nach hier haben wir 313 Nanosekunden, das ist also hier eingeschaltet, dann der ganze Teil und hier ausgeschaltet, das ist also die Dauer, die diese gesamte if-Schleife hier hat. Und jetzt können wir einmal testen, wie sich das Ganze verlängert, wenn wir einen Befehl einfügen. Das heißt, fügen wir mal hier ein sogenanntes No-Operation ein, das ist ein Assembler-Befehl, den können wir gleich hier mit einer Klammer einfügen und mit einem Strichpunkt, da macht er nur einen, eigentlich einen Programm, oder einen Befehlsschritt nichts. Dann programmieren wir einmal, also wir merken uns das hier, 313 Nanosekunden. Programmieren wir das Ganze nochmal rein. Und schauen, wie weit sich das jetzt hier verändert. So, und wir sehen es, aus 313 Nanosekunden sind also ca. 375 Nanosekunden geworden. Und das überprüfen wir jetzt einmal. Und dazu brauchen wir unseren Rechner. Also wir gehen also hier mal in unser, holen unseren Windows-Rechner, stellen den ganzen auf wissenschaftlich. Und jetzt werden wir mal schauen, wie lange überhaupt bei 64 MHz eine Periodendauer ist. Das heißt, wir machen mal 1 durch 64 Exponent 6 ist gleich. So, und da sehen wir jetzt, eine Periodendauer ist, also hier haben wir Milli, hier haben wir Mikro, 15 Nanosekunden. Jetzt wissen wir, ein typischer Befehl dauert immer 4 Periodendauern, das heißt, das haben wir das Ganze mal 4
ist gleich. Und wir sehen das in 62 Nanosekunden. Und genau das ist das, was wir auch hier gesehen haben. Wir haben also hier durch das Einfügen dieses einen Befehls 62 Nanosekunden dazugebaut in der Programmlaufzeit. Und damit können wir jetzt sehen, wie lange Programmsequenzen in der Programmierung dauern und wie lange wie diese Wiederholfrequenz ist. Und wir sehen, die Wiederholfrequenz ist hier jetzt 1,7 MHz. Das heißt also 1,7 Millionen Mal in der Sekunde wird dieses Programm hier ausgeführt. Soweit zum Einführen einer Programmlaufzeit und zum vielleicht auch Einführen eines Assembler-Befehls. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.